Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zu deiner 2024 Jahreslegung. Diese Legung ist für dich, falls du den Steinbock im Sonnenzeichen im Mond oder im Aszendenten hast. Ich wurde kürzlich auch gefragt, kann ich es auch mit meinem Venuszeichen anschauen? Ja, wenn du ein sehr starkes Venuszeichen hast und oft dein Venuszeichen anschaust und damit in Resonanz gehst, dann kannst du auch deine Venus anschauen. So, ich ziehe als erstes für das Jahr 2024 zwei Thematiken, und zwar Thematik erste Jahreshälfte, Thematik zweite Jahreshälfte. Das mache ich mit dem Seelenreise Tarot. Wir gehen dann auch noch mit dem Magic Soul Tarot rein. Ich verlinke dir natürlich alle Karten. Hupala, oh, guck, da da der genau. Da erscheint und schallert schon hier jemand, der Herrscher. Ähm, ich habe das Gefühl, die Karte möchte zusätzlich raus, als zusätzliche Thematik, deswegen packe ich sie einmal hier hin. So, erstes Halbjahr für die Steinböcke. Erstes Halbjahr 2024 für die Steinböcke. Zweites Halbjahr für die Steinböcke. Zweites Halbjahr für die Steinböcke. 2024. Ich habe das Kollektiv der Steinböcke hier mit mir. Und da kommt die Corte. Bevor wir hier jetzt reingehen. Werde ich dir einmal das äh, Lenormand auslegen, denn wir gehen jetzt äh, in die große Tafel mit dem Lenormand, schauen uns Beruf, Liebe, Finanzen, Beziehungen an. All das, was so im nächsten Jahr ja für dich Thematik sein wird. Nun ist dabei immer zu bedenken, dass natürlich ein Jahr wirklich groß ist und nicht ähm, jede Situation in der Liebe oder jede Situation in äh, allen deinen Beziehungen, hupala, sich hier zeigt. Aber wir haben hier schon mal ja, ich würde sagen Erfolg, eine erfolgreiche Beziehung oder eine Wunscherfüllung, die sich auf eine Beziehung bezieht. Schauen wir gleich nochmal weiter. Da kriege ich das Stopp tatsächlich rein. So, du eröffnest mit dem Haus, Stabilität, Sicherheit, sich absichern oder mit deinem Privatleben. Wir gehen gleich in die Details der Legung rein. Aber als Eröffnungskarte das Haus. Es kann natürlich sein, dass es für dich in diesem Jahr... Um dein Zuhause sehr stark geht. Wo fühlst du dich zu Hause? Fühlst du dich in dir, in deinem oder in deinem Leben zu Hause? Hast du vielleicht ein Leben aufgebaut, das sicher ist, aber sich nicht stimmig anfühlt? Möchtest du dich mehr absichern? Was spannend ist, weil wir starten mit der Vier und wir haben hier die Vier des Herrschers. Und auch der Herrscher steht natürlich für genau diese Thematiken. Stabilität aufbauen, Sicherheit aufbauen, Verantwortungsbewusstsein. Also wir haben gefühlt, hier schon mal so eine übergeordnete Energie generell für dein kommendes Jahr 2024, wo es um Stabilität und Sicherheit in, ich habe das Gefühl, vielen Bereichen geht und auch nochmal so abgecheckert wird, hey, fühlst du dich da zu Hause mit der Person, in der Beziehung, in dem Beruf, in dem Umfeld oder vielleicht sogar auch in deiner Wohnung? Ja. Ähm, vielleicht steht auch ein, ein Zuhause jetzt wirklich oder du bist fokussiert auf ein Zuhause, auf eine Wohnung. Ähm, was der Herrscher mir als übergeordnete Energie auch schon sagt, ist, dass es sehr viel darum geht, Strukturen zu integrieren oder beziehungsweise Strukturen, Re ähm, Strukturen, Routine, Ordnung, all das wird dir helfen, ähm, Ziele zu erreichen, die du hast. Wünsche zu erreichen, Ziele zu erreichen. Ähm, ich höre gerade Disziplin mit dir und mit anderen, im Sinne von, mit, das könnte bedeuten, eben Grenzen zu ziehen oder grundsätzlich diszipliniert zu sein. Ähm, ebenfalls könnte es sein, dass du in diesem Jahr in eine Führungsposition aufsteigst oder ein Trainer, ein Chef, ein Coach oder ein Vater eine wichtige Rolle spielen wird. Dementsprechend in diesem Zusammenhang Haus, Privatleben, Familie. Vater, da könnte es eine signifikante Situation geben. So, ich möchte da tatsächlich einmal als erstes drauf gehen für all diejenigen, die tatsächlich hier eine Situation mit dem Vater haben. Ähm, und ich gehe gleich in diese Karten rein. Aber das ist die erste Botschaft, die durchkommen möchte. Ist, es kann sein, dass es in deinem Privatleben in der Familie einen Konflikt gibt. Auch die Lilien können für den reifen Mann und dementsprechend für den Vater stehen. Das Konfliktthema hier könnte Unterstützung sein. Wenn du also hier einen Konflikt hast mit deinem Vater, der sich auf irgendeine Art und Weise auf das Thema Unterstützung oder ähm, ja doch Unterstützung bezieht, oder das Thema Abhängigkeit hier auf irgendeine Art und Weise zu einem Konflikt führt, dann sehe ich das hier tatsächlich. Für manche von euch könnte das sein, dass es bereits passiert ist, dass das etwas ist, was bereits in der Vergangenheit liegt, dass es bereits jetzt in diesem Moment schon einen Konflikt gibt mit einem Vater. Ähm, es kann sein, dass sich der ab, dass da eine Kürzung besteht. Ähm, wir haben den wenn wir mal die Lilien als Vater jetzt hier ansehen, als älteren Herren, ähm, dann kann es sein, dass hier ähm, diese Person mh, in, mit der Sense entweder gab es da einen krassen Einschnitt oder verletzende Worte. Ähm, das ist was, was ich hier einmal wahrnehme. Was wir aber auch sehen, und ich möchte, ach, wie gesagt, ich gehe gerade echt anders rein bei euch, weil die Botschaften, oder ich werde gerade anders von, meiner, ähm, von meinem Team, wie man so schön sagt, von meinem geistigen Team durchgeführt. Die Botschaft ist hier, dass sich etwas klären wird. Es klärt sich etwas durch eine Kommunikation, eine Nachricht, einen Brief. Auch hier der Bär kann auch für eine Führungsposition, für einen Elternteil stehen. Auch da habe ich das Gefühl, dass hier etwas in deinem Privatleben für all diejenigen, die ein Thema, ein Vaterthema hier haben, es wird sich etwas über einen Brief, eine Nachricht, eine Information oder eine Kommunikation klären. So, das möchte ich hier einmal abschließen. Jetzt gehen wir mal in die erste Jahreshälfte. Ich nehme keine umgedrehten Karten. Wir haben den Ritter der Schwerter und in der zweiten Jahreshälfte haben wir die Karte des Todes. Das bedeutet, dass ich habe das Gefühl, du bewegst dich in diesem Jahr recht rasant auf eine Transformation zu. Klar, wenn wir die Karten einmal so deuten. Im ersten, Jahr, äh, im ersten Halbjahr geht es gefühlt sehr um die Strategie. Das ist so, okay, das ist mein Ziel, in die Richtung gehst. Ich habe das Gefühl, du könntest auch durchaus sehr aktiv sein. Das bedeutet, du machst dir eine Strategie und sobald du die gefunden hast, wirst du aktiv, du bewegst dich in eine bestimmte Richtung. Auch das Thema Kommunikation könnte hier eine große Rolle spielen, jetzt im ersten halben Jahr. Aber gefühlt eine Kommunikation, die darauf abzielt, ein gewisses Ziel zu erreichen oder dich weiter zu bewegen. Für manche von euch, auch hier, wir sagten das gerade schon, auch da gehen wir jetzt nochmal rein, kann es natürlich sein, dass ähm, hier eine Nachricht liegt, die dich überrumpelt. Der Ritter, der Schwerter kann jemand sein, der dich überrumpelt, der ist plötzlich da. Es ist so, oh mein Mann, Moment, wo kommst du denn gerade her? So, weißt du? Also, jemand, der vielleicht dich irgendwie überrumpelt. Oder vielleicht bist du auch jemand im ersten Halbjahr, dass du jemanden etwas überrumpelst äh, mit der Art und Weise, wie, sag ich mal, du auf die Person zugehst. Da ist der Ritter der Schwerter immer noch so ein bisschen unbe-, wie sagt man, ähm, ach, der ist noch nicht ganz so reif in seiner Herangehensweise, in seiner Strategie und kann dazu natürlich auch mal führen, dass man da Fehler macht. Das heißt, beim Ritter der Schwertern. Als kleiner Hinweis für das erste halbe Jahr kann ich dir schon sagen, manchmal ist es wichtig ins Tun zu kommen und das sagt uns der Ritter der Schwerter. Du kommst ins Tun, die Zeit des Verzögerns ist vorbei. Der Nachteil dieses Ritters ist, dass er man manchmal zu schnell zu viel will und dann Fehler macht. Dementsprechend kann es manchmal sein, denk noch mal eine, drüber, eine Runde drüber nach über deine nächsten Schritte, ähm, fahr einen Gang zurück für all diejenigen, die zu schnell zu viel wollen. Für all diejenigen, die in irgendeiner Angelegenheit nicht ins Tun gekommen sind, wird das erste halbe Jahr sein, wie als ob du plötzlich freigelassen wirst und es ist so, oh, endlich geht es in eine bestimmte Richtung hier, endlich kann ich in die Richtung laufen. Im zweiten halben Jahr der Tod, die Karte des Todes spricht natürlich für eine große Transformation. Sehen wir tatsächlich hier auch schon. Kommen wir dann natürlich gleich im Ländermont zu. Wir haben wirklich eine große Veränderung hier. Ähm, auf was genau sich diese Veränderung bezieht, wo wir, ähm, was sich hier in der Tiefe verändert, werden wir gleich im Lenormand sehen. Aber die Hauptthematik ist wirklich, eine, ich habe, okay, das ist das, was mir gerade gesagt wird, eine radikale Veränderung. Etwas ist nicht mehr so, bleibt nicht mehr in der Form bestehen, wie es jetzt ist, wie du in das Jahr reingehst. Etwas verändert sich, ob das dein, äh, deine Karriere, dein Beruf ist ob das du selbst bist, ob das eine Beziehung ist oder vielleicht sogar auch eine Person, aber etwas scheint hier signifikant, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte sich zu verändern. Du selber bist im Hause für Stabilität und Wachstum, das heißt grundsätzlich können wir sehen, okay, du bist im nächsten Jahr, also im Jahr 2024 kann ja auch sein, dass du es jetzt in 24 schon schaust. Du bist in einem Jahr des Wachstums. Und das Wachsen hier kann sich auch vor allem auf die Öffentlichkeit beziehen. Dementsprechend könnte das ein Jahr für Wachstum sein, der sich bezieht auf die Öffentlichkeit oder auf darauf, dass du vielleicht etwas veröffentlichst. Ähm, auf der anderen Seite könnte das auch bedeuten, dass du in diesem Jahr nochmal vermehrt schaust nach persönlichem Wachstum, wo es vielleicht auch um Ahnenthematiken thematiken geht, um die Familie. Auch das könnte hier, sage ich mal, geklärt werden. Da können Dinge vielleicht nochmal über die Familie oder die erweiterte Familie an die Öffentlichkeit kommen und dementsprechend äh, für auf gewisse Art und Weise dadurch Wachstum sorgen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass was du ähm, als zusätzliche Botschaft hier, dass du in diesem Jahr wirklich deine Langzeitpläne angehst. Hier geht es gefühlt darum dein leben noch mal unter die lupe zu nehmen und zu schauen in welche richtung die zweige deines lebens sprich die lebensbereiche jetzt weiter wachsen sollen. auch wenn wir uns hier mal die mitte anschauen, dann sehen wir das thema wachstum zentral. und das wachstum das scheint hier auf gewisse art und weise in kombination zu sein mit einer karmischen lernaufgabe oder grundsätzlich einer lernaufgabe die ein bisschen herausfordernd ist, die Belastungen mit sich zieht und das auch hier in der Liebe. Und ah, da an und auch in der Beziehung. Für all diejenigen, die das Lenormand nicht kennen, ich versuche nicht so stark auf die Häuser etc. einzugehen, wie die Karten quasi gedeutet werden können, sondern einfach auf die Botschaften. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich ähm, eine Belastung im Bereich einer Beziehung. Diese Beziehung könnte eine sehr bedeutende wichtige, starke Beziehung sein, eine starke Bindung. Auch hier, ich habe das Gefühl, das könnte eine Verbindung aus einem vergangenen Leben sein. Der Berg kann für einen Seelenpartner eine Seelenverbindung stehen. Das Kreuz ist natürlich sehr schicksalhaft, da hat man vielleicht auch ein Kreuz zu tragen, aber ähm, auf gewisse Art und Weise ist auch das natürlich sehr karmisch und dementsprechend angeknüpft an ein vergangenes Leben. Und was ich hier sehen kann, ist, dass wir also Belastungen in der Liebe, in der Herzensangelegenheit haben. Das bezieht sich auf ein Versprechen, einen Vertrag oder eine Beziehung. Es geht hier grundsätzlich darum, dass das Glück und die Leichtigkeit wächst. Es gibt auch gefühlt in einer Situation hier, die sich bezieht auf, eine, auf die Liebe oder eine Herzensangelegenheit, Erleichterung. Ähm, wir haben hier etwas, das sich langsam verbessert, das langsam leichter wird. Also das ist kein schnelles Ding hier. Es ist ein langsamer Fortschritt, es ist langwierig, aber es wird hier besser. Und das ist ein zentrales Thema für dich im kommenden Jahr. Sorry, wenn ich kommendes Jahr sage. Ich weiß, ganz viele schauen sich auch diese Legung noch im Laufe des Jahres an, aber ich bin gerade noch für dich jetzt in der Vergangenheit, sprich in 2023. So, lass uns auch das Thema mal ein bisschen weiter unter die Lupe nehmen. Das Thema Beziehung und Liebe hier. Ich würde sagen, wir gehen einmal noch auf diese Thematik ein, weil das natürlich etwas schwerer wiegt. Wir haben, wie gesagt, eine sehr wichtige Verbindung, einen sehr wichtigen Vertrag, eine wichtige Partnerschaft hier, die sehr einflussreich ist. Stress: Es gibt einen Aspekt, der mir sagt, dass Stress in dieser Herzensangelegenheit, in dieser Beziehung großen Einfluss hat. Und auch das könnte vielleicht das Thema sein, was letzten Endes hier zu Belastungen führt. Gegebenenfalls könnte Stress auch zu gesundheitlichen Belastungen führen. Da wäre es ganz wichtig, da so ein bisschen gegenzuwirken. Tut Stress so oder so, ist jetzt vielleicht nicht speziell spezifisch auf das Sternzeichen hier. Stress in jeglicher Form wirkt sich einfach gesundheitlich aus. Das ist ein Fakt. Und ich sehe hier ein paar Aspekte, wo das auch der Fall sein kann bei dir. Wir sehen hier ein paar Unklarheiten bezüglich äh, gewissen Optionen und da sehen wir das Erste, was spannend ist. Wir sehen nämlich hier den Ring, wir sehen die, die Wege und den Storch. Das heißt, hier sehen wir tatsächlich, es verändert sich etwas in einer Partnerschaft oder Beziehung. Es kann sein, dass es hier grundsätzlich Unklarheiten gibt, die etwas zu tun haben mit der Öffentlichkeit, die damit zu tun haben, etwas zu veröffentlichen, vielleicht auch mit einer öffentlichen Arbeit, die hier einen Einfluss spielt. Ähm, es kann sein, dass mh, es grundsätzlich Unklarheiten hier auch gibt, die, die bei dir liegen. Vielleicht ist für dich irgendwas unklar bezogen auf diese Partnerschaft, Vertrag, Versprechen. Ähm, aufgrund dessen, lass mich einmal kurz reinfühlen, mh, irgendwas nagt hier an dir, irgendwas nagt an dir bezogen darauf, wie die Reise weitergeht. Da hast du gefühlt ein bisschen Sorgen, Zweifel. Und das führt gefühlt hier erstmal bei dir persönlich zu Unsicherheiten, bezogen auf diese Angelegenheit. Macht natürlich auch auf gewisse Art und Weise Sinn, weil wir diesen, diese Partnerschaft, Beziehung, Vertrag belastend hier haben und verbunden gegebenenfalls auch ist mit einer Lernaufgabe. Wir sehen aber, was hier zukommt, ist tatsächlich äh, das Thema Optionen, Möglichkeiten, Wege. Das heißt, hier müssen in der Partnerschaft, Beziehung, Vertrag, entweder kommt hier eine alternative Möglichkeit auf euch oder auf dich zu, welche Teil einer Veränderung ist, oder es öffnen sich andere Türen. Ähm, es öffnen sich Wege innerhalb dieser Verbindung, dieser Partnerschaft, die dann wiederum zu einer Veränderung führen. Diese Veränderung ist auch im Hause des Glücks. Zum einen kann das bedeuten oder im Hause der Sonne zum einen kann das bedeuten, dass hier ähm, eine Veränderung jetzt wirklich sichtbar wird innerhalb einer Beziehung, Partnerschaft, Vertrag oder eine ähm, eine Veränderung ist sehr Positiv. Ne? Hier verändert sich etwas zum Thema Erfolg, also eine erfolgreiche Veränderung. Was wird erfolgreich? Eine Veränderung. Was führt zu Glück? Ähm, da haben wir auch wieder die, äh, die Veränderung. Was ich aber auch sehen kann, dass hier irgendwas losgelassen wird oder irgendwas in der Stagnation ist. Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, dass, weil wir ja hier langsames Wachstum haben und das auch angeknüpft ist. Vielleicht ähm, ist eine Situation, hat sich nicht so schnell weiterentwickelt, wie du gerne wolltest. Und es war irgendwie sehr stagniert. Ähm, vielleicht auch irgendwas, das losgelassen werden muss hier. Aber was das Thema angeht, loslassen, Stagnation, mh, vielleicht auch was ein, ein gewisses Ende, einen gewissen Abschluss angeht, so haben wir hier aber, was das angeht, eine Veränderung. Mh. Vielleicht hast du das Gefühl, dass sich in dieser Situation einfach lange nichts weiter bewegt hat. Oder eine Veränderung könnte auch darüber kommen, dass man sagt: Das wird jetzt beendet, das lassen wir jetzt los. Im Erweiterten sehen wir auch hier nochmal Komplikationen, Umwege. Ähm, komp ich habe das Gefühl, mit der anderen Person. Es gibt mit der anderen Person gefühlt Komplikationen. Also, wenn du an die andere Person denkst, kann es sein, dass du sagst: Ah, ja, er oder sie. Ist jetzt egal, es könnte ein, eine Freundin, ein Freund, ein Familienmitglied sein, es könnte ein Arbeitskollege sein, Chef, es könnte ein Partner, Partnerin oder Ex-Partner, Ex-Partnerin sein. Und ich habe das Gefühl, dass du sagst, ah, das ist so kompliziert, das ist so kompliziert mit der Person. Ähm, was ganz spannend ist, ist, dass wir hier ähm, die Komplikationen führen, hier direkt in die Sense rein, was wiederum spannend ist, weil uns das direkt hier reinführt. Ähm, das gibt mir noch mal eine weitere Möglichkeit der Deutung. Für manche von euch wird es vielleicht nicht um einen Vater gehen, aber um einen älteren Mann. Vielleicht bist du mit einem etwas älteren Mann zusammen oder mit einem reifen Mann zusammen, wo es einen krassen Schnitt gab oder wo es Verletzungen gab, wo du sagst, oh, das ist so kompliziert oder äh, wo die Person sich gegebenenfalls auch zurückgezogen hat, sich abgegrenzt hat. Auch das kann sein, ob das ein Vater jetzt ist oder ob das ein ähm, Wer auch, immer das, wer auch immer das ist, so, das könnte dementsprechend auch hier äh, anders, sage ich mal, gewichtet sein. Ähm, wobei hier in der Regel, das ist natürlich ein älterer Mann, dementsprechend für all diejenigen, wo das eben ein älterer Mann im Privatleben ist, könnte es eben auch ein Partner oder Ex-Partner sein, der eventuell ähm, sich abgegrenzt hat, vielleicht auch aufgrund einer anderen Person, einer Mutter, Schwester, Freundin, Rivalin. Oder ähm, aufgrund dessen, dass es einfach irgendwas sehr kompliziert hier gewesen zu sein scheint ähm, und es einen krassen Schnitt gab, wo die Person aktuell im Hause des Rückzuges ist. Ähm, aber auch im Hause der Unabhängigkeit. Es kann auch sein, andersrum, ne, wenn wir hier einen Konflikt haben, der sich bezieht auf das Thema Abhängigkeit, so kann es sein, dass diese Person jetzt mehr in der Unabhängigkeit ist, weil auch da sehe ich tatsächlich diesen Konflikt mit der Abhängigkeit. Oder ja, für manche von euch mit dem Thema unterstützen. Wir gehen da gleich nochmal rein, äh, wenn wir nochmal in die Tiefe hier in diese Angelegenheit schauen. Was dann ganz spannend ist hier, das sind noch die letzten Informationen zu dem Thema Ring, ist, dass dann tatsächlich hier die Reise weitergeht. Das heißt, es bewegt sich etwas, es wird eine Veränderung geben. Ähm, für manche von euch kann das ein Umzug sein, gerade Storch und, und ähm, Storch und Schiff und dann haben wir auch noch relativ dicht dran an dieser. Partnerschaft, Beziehung, Vertrag, äh, den Ritter. Das heißt, da ist Bewegung drin in dieser Angelegenheit. Vielleicht über eine Nachricht, die reinkommt oder man bewegt sich jetzt auf neue Verhandlungen und Kommunikation zu. Auch das könnte hier sein. Diese Kommunikation liegt im Übrigen im Hause des Mondes. Sprich, es kann sein, dass das sehr emotionale Kommunikation ist oder eine Nachricht über Emotionen, über Gefühle. Auch weil wir hier die Fische haben für die Gefühle. Ähm, ebenfalls, wenn es eher beruflich etwas ist, dann geht es hier um das Thema Anerkennung, Wertschätzung gesehen werden. Auch das könnte hier Thematik sein. Vielleicht kommt hier eine Nachricht rein, wo du wirklich merkst, boah, jetzt werde ich endlich anerkannt, jetzt werde ich gesehen. Ob das jetzt ist für im Privatleben oder auch im beruflichen, denn das ist auch das, wofür der Mond stehen kann. Also wir sehen, ja, das Thema ist ein bisschen belastet, es öffnen sich aber Türen. Es macht dich hier ein bisschen unsicher, wie die Reise weitergeht. Das nagt an dir, führt zur Verunsicherung. Aber letzten Endes sehen wir in der Partnerschaft, die eine Lernaufgabe ist, wo ein karmischer Partner gefühlt auch eine Rolle spielt, dass sich hier etwas verändert und zwar wirklich zum Positiven. Wenn wir jetzt einmal hier nach oben gehen, dann möchte ich jetzt nämlich tatsächlich als nächstes einmal diese Situation hier anschauen zwischen dir und der anderen Person. Ist die Liebe und die Freude? Wenn es nicht die romantische Liebe ist, aber dann seid ihr euch trotzdem auf gewisse Art und Weise sehr zugeneigt, auch wenn ihr irgendwie gerade in unterschiedliche Richtungen schaut. Aber das ist das, was euch hier direkt verbindet. Auch löst sich eine Belastung, man findet hier eine Lösung für eine Belastung oder für eine Lernaufgabe. Das sehen wir also in diesem Jahr ebenfalls zwischen euch. Da ist die Liebe. Es gibt Stress und Nervosität bezogen auf diese Herzensverbindung, also euch verbindet im wahrsten Sinne des Wortes das Herz und diese Karten, die euch hier sage ich mal noch verbinden, sprechen über Lösungen, die gefunden werden bezogen auf Belastungen, Karma, Lernaufgaben. So weit, so gut. Das sieht doch auch schon mal gut aus hier. <laughs> diese Person, wie schon gerade gesagt, lass uns da mal als nächstes reingehen. Das Thema Ach ja, wir haben hier schon wieder den Bären. Diese Person hat einen starken Einfluss auf dich, ist vielleicht auch ein bisschen dominanter, ähm, bisschen, oder hat auch ja, dominant, sehr stark, sehr kraftvoll. Ähm, aber auch grundsätzlich hier Treue und Loyalität spielt hier eine Rolle. Aber wir sehen dann auch diesen Konflikt. Entweder gibt es einen Konflikt mit dem Vertrauen, was ja dann wieder mit der Loyalität äh, zusammenhängt. Das könnte sein, dass die Person vielleicht damit einen Konflikt hat oder auch du. Bezogen auf die Person, aber was ich wirklich wahrnehme, ist diese Energie, die am Anfang durchkam. Konflikte entweder bezogen auf das Thema Unterstützung oder Konflikte, die zu tun haben mit einer Abhängigkeit, was ja das eine auch das andere mit beeinflusst. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Vielleicht ist hier jemand sehr abhängig, ob das du bist, an die Person oder die Person an dich ähm, und dem äh, sehr abhängig. Und äh, dementsprechend muss hier geholfen und unterstützt werden und das könnte auf gewisse Art und Weise zu Konflikten führen. Ähm, also du kannst die beiden Botschaften dementsprechend auch kombinieren. Es ist nicht nur das eine oder das andere. Wir sehen auch emotionale Konflikte, die sich hier an diese Person ähm, anknüpfen. Ähm, ob du jetzt sagst, ja, für dich liegt hier ein emotionaler Konflikt oder ob das sich auf die Person bezieht und diese Person im Außen noch emotionale Konflikte hat, auch hier. Immer wenn ich sage, es könnte das oder das sein, es könnte auch ein und sein. Also dass beide Deutungsmöglichkeiten hier für dich resonieren. Wir sehen hier allerdings auch, dass ähm, etwas leichter wird, emotional leichter wird. Sehr schön. Und hier sehen wir, dass sich etwas klären wird zum Thema. Ich weiß nicht, ob du es hörst. Jetzt hat es gerade stark angefangen zu regnen. Ist das nicht witzig? Regen bedeutet ja auch, dass immer etwas geklärt wird, gereinigt wird. Die Energien klären sich, werden wieder reiner. Das, äh, wo ich gerade beim Thema Es klärt sich etwas hier bin, steht. Äh, äh, ja, genau. Ach, sorry, gerade voll den ha Faden verloren. Wie redet man? Wie kommuniziert man auf Deutsch? Ich weiß es nicht mehr. <laughs> Spannenderweise ist der Ring hier, ähm, nicht der Ring, aber das. Auch das Thema Wunscherfüllung und Erfolg äh, ist auch angeknüpft an diese Person, was insofern spannend ist, weil wir das vorhin schon einmal in dieser Kombination hatten. Falls du dich erinnern kannst, wir hatten den Ring, der rauskam, mit, dem, ähm, mit den Sternen. Also grundsätzlich klärt sich hier was in einer Beziehung ähm, oder in einer Partnerschaft. Und wir haben auch das Thema Wunscherfüllung hier angeknüpft an diese Verbindung und diese Partnerschaft an diese andere Person. Soweit, so gut. Das waren jetzt die äußeren Umblicke. Was wir hier ebenfalls sehen, ist, ähm, die Person denkt nach über neue Lösungen ähm, oder über einen Neuanfang, ähm, wo es entweder darum geht, diese Person könnte darüber nachdenken, okay, wie sichere ich mich jetzt wirklich ab? Das Thema Sicherheit ist hier mit dem Schlüssel. Das kann sich wirklich beziehen auf die Stabilität ähm, oder auf, ähm, auf die Arbeit. Also diese Person könnte zum Beispiel gerade sehr beschäftigt sein damit. Ähm, irgendwas Neues zu starten, sich abzusichern, sich zu stabilisieren, ob das jetzt beruflich ist ähm, oder auch sich auf euch gegebenenfalls bezieht. Wir haben es ja auch hier an der Liebe dran. Wenn wir die Liebe einmal deuten, hier sehen wir mit Sicherheit einen Neuanfang mit dieser Person. Ähm, so, dieser Neuanfang kommt mit ein paar Konflikten. Das heißt... Was bringt hier einen Konflikt? Hier gibt es einen Neuanfang, Was, Worum geht' es mit dem Konflikt? der ist im Haus der Leichtigkeit ähm, und im Hause ähm, de des Glücks. Und auch hier sehen wir den, den, das Glück dann im Hause des Neuanfangs. So jetzt bin ich schon wieder in die Deutung reingefallen. Ich wollte es eigentlich ein bisschen weniger machen hier, damit ihr mehr auf die Botschaften fokussiert seid. Anyway, der ein oder andere von euch weiß, wie das more zu deuten ist, und ich weiß, dass die das immer sehr schätzen, auch wenn ich hin und wieder mal sage, wie ich was deute. Ähm, was wir hier sehen, ist ein glücklicher Neuanfang. Wir sehen ähm, eine neue Chance, die gegeben wird, aber auf gewisse Art und Weise kommt hier auch einfach dieser Konflikt. Dieser Konflikt könnte sich auf die Leichtigkeit beziehen. Ähm, oder beziehungsweise grundsätzlich, ne, es gibt hier mit Sicherheit eine neue Chance in dieser Situation, in dieser Herzensangelegenheit. Aber auf gewisse Art und Weise gibt es damit auch noch einen kleinen Konflikt. Was auch wiederum spannend ist, wenn wir uns das mal hier anschauen: Worauf spiegelt sich der Konflikt äh, auf die Veränderungen? Äh, etwas kommt vielleicht sehr plötzlich. Vielleicht gab es einen plötzlichen Rückzug, einen plötzlichen Einschnitt oder das Thema Unabhängigkeit, Selbstständigkeit kommt vielleicht recht plötzlich. Ähm, das könnte natürlich auch auf irgendeine Art und Weise zu einem Konflikt führen, weil sich hier etwas verändert. Ähm, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass diese Veränderungen, die sich zeigen, in deinem Leben im nächsten Jahr sehr positiv sein werden. Aber es kann sein, dass es vielleicht auch einen Konflikt gab hier in der Vergangenheit, der eben was mit dem Thema Rückzug, Abgrenzung zu tun hat. Ähm, auch der, der Turm hat natürlich eine sehr unterkühlte Energie. Ne? Also es kann sein, dass die Person manchmal ein bisschen unterkühlt ist ähm, oder sich zurückzieht, sich wirklich abgrenzt, Zeit halt alleine verbringt. Mm, oder... Mm, der Turm steht auch für die Langlebigkeit. Also, es kann sein, dass jemand schon lange in deinem Leben präsent ist oder dass Konflikte hier schon sehr lange anhalten, dass es jetzt da aber zu einem Schnitt kommt und eine Veränderung kommt, bezogen auf diese Konflikte, die vielleicht auch schon sehr lange anhalten. Und auch, ich werde schon wieder gelenkt und was zu tun haben, auch mit deinem Privatleben. Aber. Wie auch immer, wir sehen jetzt hier diesen Neuanfang. Wir sehen auch grundsätzlich, dass er sehr harmonisch wird. Wir haben die, wir haben die Lilien. Ähm, Lilien, die stehen für Harmonie, für Frieden. Und da sehe ich das grundsätzlich ebenfalls hier. Ein Neuanfang in der Liebe, in der Herzensangelegenheit. Für manche geht es hier auch um ein Kind. Also das Thema Kind, Kinder könnte hier durchaus auch eine Rolle spielen. Ne? Vielleicht denkt diese Person mit Sicherheit über das Thema Kind nach. Mit Sicherheit über ein Kind nach, über, über das Thema Kinder nach. Mm, auch hier der Baum sagt mir grundsätzlich habe ich das Gefühl, ist diese, okay, ist spannend, weil eigentlich ist das, ist das eine Botschaft von dem Baum. Ich kriege aber gerade das Thema Anpassungsfähigkeit rein. Ich habe das Gefühl, mm, ist der Baum anpassungsfähig? Eigentlich der ba Baum bleibt ja stehen, wo er ist, aber er ist ein bisschen flexibel, ne? Mit dem, ähm, der bricht ja nicht sofort, wenn äh, es mal ein bisschen stürmisch ist. Und dementsprechend, ich kriege das Wort rein für dich, diese Person könnte mh, flexibel sein, anpassungsfähig sein oder auch in einem starken Sturm mh, noch recht starr oder stabil sein. Es könnte jemand aus deiner Familie, aus deiner erweiterten Familie sein oder jemand, der schon lange in deinem Leben ist. Mh, und dann haben wir... Das Buch hier, jemand könnte grundsätzlich sehr intelligent sein, sehr belesen sein. Ähm, aber das Buch kann auch tatsächlich für Informationen, für Wissen, für ein Geheimnis stehen. Jemand könnte sehr geheimnisvoll sein, auf gewisse Art und Weise. Oder ähm, in diesem Fall wäre es jetzt ein verschlossenes Buch. Ähm, manchmal sagt man ja, jemand ist wie ein offenes Buch. Der redet dann ganz, ganz viel. Sagt man auch, jemand ist vielleicht wie ein verschlossenes Buch. <laughs> ähm, hier ist aber gefühlt sehr viel Wissen. Hier ist sehr viel Wissen ähm, in, im Energiefeld dieser Person. Wir sehen aber auch hier tatsächlich, schau dir das mal an: es gibt tatsächlich hier eine Blockade oder Herausforderung mit dem Thema Stabilität oder mit dem Thema Arbeit, auch was diese Person angeht. Das Thema Selbstständigkeit könnte hier blockiert sein oder wirklich mit Herausforderungen kommen, weil irgendwas einfach länger dauert. Das ist die nächste Sache an dieser Person. Das ist eine Karte für langsam. Das ist eine Karte für langsam. Das ist eine langsame. Das ist eine langsame Karte. Und alles zentriert sich hier, sage ich mal, um den ähm, oder dreht sich um zentral den Turm, ja den Berg. Das heißt, wir haben hier gefühlt etwas, was sehr langsam geht, sehr langsam wächst. Und die Blockade hier könnte zusätzlich auch im Hause der Kommunikation sein. Vielleicht ist eine Kommunikation hier blockiert. Oder Kommunikation könnte sehr herausfordernd sein, oder man kommuniziert über die Herausforderungen, welche hier auch innerhalb einer Verbindung zu Belastungen führen. Und ich habe das Gefühl, irgendwas auch zum Thema Stabilität oder vielleicht zum Thema Arbeit oder zum Thema Selbstständigkeit scheint hier bezogen auf diese Person sehr langsam zu gehen, über Umwege. Das könnte wirklich sein, dass die Person hier ein paar Hürden zu meistern hat auf dem Weg in die Stabilität oder die Selbstständigkeit oder bezogen auf die Arbeit. Gespiegelt. Ach, guck dir das mal an hier. Da haben wir die Person noch gespiegelt tatsächlich auf ähm, den Neuanfang, ein, eine Überraschung. Ähm, dann haben wir hier auch noch die Bewegung. Also entweder eine Art der Bewegung oder Aktion kommt hier überraschend führt in einen Neuanfang oder wir haben eine Einladung auf ein Treffen hier, was auf gewisse Art und Weise zu tun hat mit einem Neuanfang. Für diejenigen, wo das vielleicht ein Partner ist oder ein Ex-Partner ist, könnte die ein gemeinsames Kind habt, könnte das natürlich auch etwas sein, dass hier ein überraschendes Treffen ist oder wirklich Geschenke, Nettigkeiten, Anerkennung. Treffen sind bezogen auf das Kind, dass da sich also eine Beziehung grundsätzlich harmonisiert. Auch das wäre möglich. So, jetzt habe ich natürlich sehr viel das Herz auch schon mitgedeutet. Wir sehen hier das Thema, mit Sicherheit haben wir hier, okay, mit Sicherheit hast du bezogen auf diese Herzensangelegenheit tiefe Gefühle. Ich habe das Gefühl zum einen auch hier, das, das meiste haben wir gesagt, ich gehe da jetzt aber nochmal rein auf die einzelnen Botschaften. Wir haben hier einen Neuanfang in der Liebe, neue Chancen, neues Glück. Sagt man das, das hat sich jetzt angehört wie so ein Spruch, den man schon mal gehört hat. Wir haben hier etwas, was beständig ist, was langfristig wächst. Ja, wir haben hier Karma und wir haben eine Lernaufgabe dran. Die Liebe verbindet euch, die ist absolut da, auch wenn du dich vielleicht fragst, weil Person hier vielleicht ein bisschen zurückgezogen ist oder sich abgrenzt oder abgegrenzt hat, ob das da ist, ist zwischen euch absolut. Wir haben ähm, hier äh, den Konf Wir haben einen Konflikt in der Herzensangelegenheit, in der Liebe. Da ist gefühlt Informationen, wissen Fakten, die diese Situation blockieren und zu Unklarheiten führen. Und das ist gefühlt auch das, was so ein bisschen hier an dir nagt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass... Moment, Moment, Moment. Hm. Ja, ich habe das Gefühl, das, was vor allem hier auch an dir nagt, sind quasi. Es gibt hier gefühlt irgendeine Information, irgendein Wissen, irgendeinen Fakt. Das, das ist einfach gegeben. Und es bezieht sich tatsächlich auf die Energie des Hundes. Also hier ist ein Fakt zum Thema Abhängigkeit, zum Thema ähm, Vertrauen oder irgendwas zum Thema Unterstützung. Und das ist auf gewisse Art und Weise Teil einer Herausforderung hier. Und das nagt hier an dir. Ähm, aber das ist eher gefühlt dieses, dass, das Weitere. Das heißt. Zentral bezogen auf diese Angelegenheit wird es jetzt eine neue Chance geben. Es werden auch die Emotionen, es wird sicherer, ich habe das Gefühl, die Emotionen werden stabiler, werden sicherer. Das heißt, vielleicht fühlst du dich einfach emotional stabiler oder emotional sicherer jetzt hier in dieser Herzensangelegenheit. Und das ist eher so das Signifikante. Ja, bezogen auf die Situation gibt es ein paar Unklarheiten, gibt es Sachen, die auch an dir nagen, weil es einfach gewisse Belastungen gibt. Aber die Hauptenergie, die ich wahrnehme, ist, dass es leichter wird und es einen Neuanfang gibt. Im Hause ähm, hier der Herzensangelegenheit haben wir die Fische. Die Fische können für die Finanzen stehen. In einer Herzensangelegenheit könnte es also auch um Finanzen gehen. Äh, und das könnte Teil auch hier der Situation sein. Ähm, Finanzen werden grundsätzlich klären sich. Finanzieller Erfolg, finanzielle Wunscherfüllung habe ich hier im Übrigen ebenfalls. Wir haben mit den Fischen aber auch den Aspekt, dass wir hier etwas haben, was sehr gefühlvoll ist. Ne? Also in einer Herzensangelegenheit. Wir haben sehr viel Gefühl in einer Herzensangelegenheit oder in der Liebe. Also die Gefühle könnten wachsen oder da ist sehr, sehr viel Liebe, die Fische, die auch für Fülle stehen. Das heißt, hier haben wir sehr, sehr viel Liebe in diesem Jahr tatsächlich für dich. Und das ist natürlich auch nochmal eine schöne Botschaft. Wenn ich jetzt als nächstes auf deine Karten eingehe, auch die habe ich jetzt zu einem Großteil hier bereits mitgedeutet, aber wir haben absolut hier einen Neuanfang, neues Wachstum in einer Situation. Ähm, ähm, definitiv, wir haben hier auch das Thema Bewegung und Aktion mit irgendwas. Irgendwas könnte ein bisschen stressig werden, irgendwas könnte vielleicht ein bisschen chaotisch oder hektisch werden, was sich bezieht auf ein Treffen, auf eine Aktion, auf eine Unternehmung, die du hier, sage ich mal, ausführst, ähm, die aber auch was damit zu tun hat, dass jetzt hier langfristig gesehen oder dass hier ein neues Wachstum ist in einer Situation. Ähm, ja, ähm, das bezieht sich tatsächlich auch auf diese Türen, die sich öffnen. Also, hier für dich öffnen sich auch da wieder: es öffnen sich Türen, es öffnen sich Möglichkeiten, und du entscheidest dich mit etwas in die Aktion zu gehen. Du entscheidest, entscheidest dich, etwas zu bewegen, was vielleicht vorübergehend zu ein bisschen Stress und Hektik führt, aber letzten Endes auch in A. mehr Stabilität und Sicherheit, beziehungsweise B. in dass du dich absicherst mit etwas oder C. Du bewegst dein Zuhause, dein Privatbereich, da könnte ebenfalls sich etwas bewegen. Oder es kommt Besuch ins Haus, äh, beziehungsweise ein Treffen, welches sich auch wiederum bezieht auf dein Privatleben, wo du eine Entscheidung dementsprechend diesbezüglich triffst. Ähm, auch hier alle Karten bereits gedeutet. Ja, es gibt hier eine neue Chance in der Liebe. Ähm, es gibt hier ein, äh, vielleicht ein überraschendes Angebot, Nettigkeiten, Anerkennung, Wertschätzung. Auch da, vielleicht hast du wirklich das Gefühl, jetzt gesehen zu werden. Es nagt zwar noch so ein bisschen was an dir. Und das sind so, ähm, das sind ebenfalls noch so Aspekte, wo ich das Gefühl habe, 2024. Du hast so zwei Aspekte, zwei Seiten hier. Ich habe das Gefühl, einmal wird es ein sehr emotionales Jahr. Wir haben deine Emotionen hier, aber wir haben auch ebenfalls noch so ein paar Unsicherheiten an deiner Seite, beziehungsweise so ein paar Dinge, die gefühlt an dir nagen. Und da geht es grundsätzlich um die Unsicherheiten, in welche Richtung sich gewisse Aspekte in deinem Leben weiterentwickeln oder in welche Richtung man sich jetzt entscheidet zu gehen. Ähm, gespiegelt. Gespiegelt bist du tatsächlich auch hier auf Komplikationen, welche sich auf die andere Person beziehen. Das könnte emotional ein bisschen kompliziert sein. Das heißt, wir kriegen hier nochmal eine Zusatzinformation, dass die emotionalen Komplikationen, die es hier mit der anderen Person gibt, für dich für Unsicherheiten sorgen. Wenn das eine Person ist, die sich vielleicht abgegrenzt, ausgegrenzt hat, auf irgendeine Art und Weise ein Ex ist, dann könnte es sein, dass du dir unsicher bist hier bezogen, weil hier vielleicht eine andere Person noch einen manipulativen Einfluss spielt und Teil ist einer Manipulation auf gewisse Art und Weise oder einen ja, grundsätzlich Einfluss hier spielt. Für die meisten nehme ich aber wahr, wird das hier einfach sein, dass es ein bisschen kompliziert ist mit den Emotionen bezogen auf die andere Person. Dann schauen wir einmal weiter. Wir haben jetzt tatsächlich die Hauptthematiken uns angeschaut. Ich möchte jetzt, lass mich noch einmal gucken. Moment, hm, 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 hm. nichts vergessen hier. Ja, dann möchte ich jetzt einmal auf das Thema Beruf und Finanzen kommen. Wir haben tatsächlich auch für dich hier ne, die Thematiken, die an der anderen Person angrenzen. Ähm, auch zum Thema Beruf ähm, liegen auch an dir. Das heißt, zum einen könnte es sein, dass eine, ähm, eine Selbstständigkeit, ein Alleinearbeiten hier mit gewissen Herausforderungen kommt und sich Dinge vielleicht in die Länge ziehen, ein, Erfol äh, ein Erfolg über Umwege kommt, ein Erfolg sich in die Länge zieht. Also im Sinne von, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis man etwas hier erfolgreich erreicht hat, bis man etwas erfolgreich klärt. Auch kann es darauf hindeuten, dass es vielleicht ein bisschen länger dauert, bis sich diese Herausforderungen wirklich klären, bezogen auf den Beruf oder auf eine gewisse Stabilität, könnte man sagen. Der Anker ist aber hier im Hause der Lösung. Das heißt, grundsätzlich, ähm, etwas sichert sich ab, bezogen auf die Arbeit. Du hast hier vielleicht neue Erkenntnisse, du hast ähm, vielleicht Lösungen. Auch da, sehr, sehr spannend tatsächlich. Das Schiff scheint bei dir doch noch eine größere Rolle, Rolle zu spielen als gedacht. Es bezieht sich einmal auf das Thema Beziehungen, Partnerschaften zum einen, aber es bezieht sich tatsächlich auch, wenn wir uns das mal so anschauen, ähm, auf das Thema Arbeit. Denn der Anker ist im Hause des Schlüssels, der Schlüssel ist im Hause des, ähm, äh, des Schiffes. Dementsprechend haben wir hier Informationen ähm, bzw. Erkenntnisse, Antworten darauf, in welche Richtung sich das für dich auch beruflich entwickelt. Es könnte sein, dass du auch dich dazu entschließt, ähm, mit dem Ausland zu arbeiten oder mit Leuten, die nicht vor Ort sind, oder dass eine, eine Reise hier sehr wichtig sein wird oder eine Bewegung, ein Umzug sehr wichtig sein wird für dein berufliches Dasein. Das Schiff dementsprechend in der heutigen Zeit ist quasi der Handel mit dem Ausland. So gesehen könntest du zum Beispiel auch sagen, dass auch ich hier in England sitze und quasi mit Deutschland Handel kommuniziere. Und äh, dementsprechend für mich auch oft das Schiff in Kombination mit der Arbeit kann eben äh, auch für, mh, für das Internet auf gewisse Art und Weise stehen. Gerade auch hier mit dem Stern äh, oder auch die, ja, genau, die Öffentlichkeit ist da auch dran. Genau, das sind so meine Karten, ähm, die, die, die äh, in Kombination mit dem Anker die auch einfach für Internet stehen können, sich vernetzen. Na, das Sternennetz über uns und äh, hier in der Öffentlichkeit, Öffentlichkeit auch wieder zählt ja mittlerweile nicht nur ähm, die Medien, sondern das Neue Me ist eigentlich gar nicht mehr neu, aber Internet. Na, so. Ähm, wenn es nicht um eine Selbstständigkeit geht, dann kann aber auch hier gewisse, eine große Firma liegen, wo es ein paar Blockaden und Herausforderungen gibt. Vielleicht mit einer anderen Frau, mit einer Rivalin auf gewisse Art und Weise. Ich habe das Gefühl, das klärt sich aber alles. Egal was diese Blockade ist, auch wenn es belastend ist hier, auch wenn dich dementsprechend eine Arbeitsbeziehung vielleicht auch belastet, letzten Endes klärt sich das. Du findest hier Lösungen und Antworten dafür, dass sich etwas stabilisiert, dass sich etwas klärt, dass etwas erfolgreich wird. Was ich sehr spannend finde, ist, dass wir hier im Außen den Bären haben, der Bär, das Buch, dann haben wir äh, den Baum und die Wolken. Zum einen haben wir entweder dich in der Führungspersönlichkeit, äh, ne? Herrscher hier, könnte deine Energie sein, du in der Führungsposition. Ähm, auch gerade mit dem ähm, Sturm macht es Sinn, du bist in der Führungsposition, du bist selbstständig hier, du vermittelst dein Wissen weiter. Oder belegst noch nochmal selber einen Kurs, damit du Wachstum bezogen auf die Arbeit generierst. Ähm, oder langfristig, sage ich mal, Wachstum generierst. Vielleicht gibst du dein Wissen, wenn du nicht selber einen Kurs belegst bei einem Trainer, einem Chef, einem Coach. Dann ähm, kann es aber, wie gesagt, sein, dass du hier dein Wissen weitergibst, was wiederum für Wachstum sorgt. Und ich habe auch das Gefühl, weil wir hier die helle Seite haben, Dinge grundsätzlich klären wird. Ähm, Insofern haben wir zwar eine kleine Challenge, eine kleine Herausforderung hier bezogen auf den Beruf, aber wir sehen auch wirklich, dass es sich in Richtung Erfolg entwickelt. Auch der Schlüssel zum Erfolg, ne? da, da ist der Anker drin. Also hier ist wirklich, ähm, ich habe das Gefühl, langfristig entwickelt sich die Arbeit hier erfolgreich. Auch hier sehen wir im Hause der Arbeit die Öffentlichkeit. Du könntest also mit der Öffentlichkeit arbeiten. Sagte ich gerade schon, ob mit, äh, mit öffentlichen Gruppen, ob das Internet, ob du ähm, engagiert bist in deinem Umfeld und quasi in der Öffentlichkeit arbeitest oder dabei bist, etwas zu veröffentlichen, das könnte ebenfalls sein. Hier in der geraden Linie sehen wir auch die Schicksalslinie, da sehen wir Arbeit. Deine Arbeit ist hier sehr erfolgreich in der Öffentlichkeit. Es könnte auch eine Zusammenarbeit hier liegen, ein Vertrag liegen, den du hast. Für manche von euch nehme ich tatsächlich wahr, ist jetzt ein bisschen erweitert gedeutet, weil wir hier Karma haben. Es könnte auch sein, dass das, was du machst, dass du öffentlichen Erfolg hast und dass das damit zusammenhängt, dass es quasi ein Karma ist, dass du öffentlichen Erfolg hast, ob das jetzt damit zu tun hast, dass du anderen weiterhilfst und das quasi das Karma ist, dieses Helfen und Unterstützen für andere. Oder ob es einfach grundsätzlich darum geht, dass, ähm, dass, du, dass du erfolgreich bist. Auch das könnte ähm, sein und dass das vielleicht ein gutes Karma ist. Aber ich habe das Gefühl, irgendwas ist hier sehr schicksalhaft. Auch der, die Sterne ist auch schicksalhaft. Bestimmung, Öffentlichkeit, öffentliche Verträge, öffentliche Partnerschaften. Ähm, ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas sehr schicksalhaft bezogen auf du und das Arbeiten, was sich auf irgendeine Art und Weise bezieht mh, auf die Öffentlichkeit. So, dann ähm, gucken wir uns noch mal die Finanzen an. Die Finanzen sind ja hier grundsätzlich erstmal sehr positiv, kommen über eine Herzensangelegenheit rein. Es könnte hier eine finanzielle Veränderung kommen in Form von vielleicht eines Vertrages. Ein Vertrag könnte sich verändern. <laughs> Entschuldigung, Kommunikation könnte sich verändern. Ähm, ich sehe hier sehr viel Kommunikation, auch die Vögel. Ähm, also du könntest hier in diesem Jahr wirklich kommunizieren oder es könnte viel geredet werden über Finanzen. Aber du bewegst dich hier auch in die Fülle rein. Auch da, ne? also Finanzen gefühlt verbessern sich. Sei ein bisschen vorsichtig vor falschen Geldausgaben. Ähm, ist immer, wenn der Fuchs dran ist, mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Finanzen, aber grundsätzlich hast du dann die Chance, dass sich die Finanzen wirklich verbessern. Äh, vorsichtig insbesondere, weil es sein kann, dass es hier zu einer Stagnation vorübergehend kommt. Wir sehen die Veränderung, wir sehen die Bewegung, aber wenn wir uns das mal hier anschauen, sehen wir tatsächlich, ähm, dass ähm, erstmal das Thema Unterstützung, finanzielle Hilfe und Unterstützung könnte hier eine Rolle spielen. Entweder ist das das, was vorübergehend mh, in, der, in der Stagnation ist. Vielleicht wartest du auf irgendein Geld, auf irgendeine finanzielle Unterstützung. Und das könnte erstmal ein bisschen im Stillstand sein, auch da sich gefühlt hinziehen, löst sich dann aber auch wieder gefühlt sehr positiv aus. Deswegen da kurzfristig vorsichtig sein weil es da noch zu einer kleinen überraschung kommen könnte von daher vielleicht ein bisschen geld beiseite haben ähm, damit du das so ein bisschen auffangen kannst und dann ähm, ja haben wir hier aber du bewegst dich grundsätzlich in richtung fülle Mm, auch habe ich das Gefühl, dass sich finanziell recht äh, plötzlich und überraschend ähm, Türen öffnen, es neue Möglichkeiten gibt. Du vielleicht hier ein Angebot hast auf irgendeine Art und Weise. Das könnte auch einen großen Schnitt in deinem Leben bedeuten. Ich habe eher das Gefühl, dass es was Positives. Mm, dementsprechend auch da neue Chancen, neue Türen und Möglichkeiten öffnen sich dir finanzieller Natur. So, Dille, nun sind wir in jedem Aspekt gewesen. Was ich jetzt einmal mache, und diejenigen, die schon seit Jahren hier auf dem Kanal sind, kennen das: Wir gehen jetzt in die einzelnen Monate und damit in Teil 2 deiner Legung. Das heißt, wir schauen jetzt mit Orakelkarten, mit weiteren Tarotkarten wirklich in die Monate Januar bis äh, Dezember und äh, schauen, was so die einzelnen Thematiken in den einzelnen Monaten sind. Dementsprechend darf ich dich einladen, mir zu folgen auf Vimeo e oder Patreon. Unter diesem Video in der Infobox findest du die beiden Links zu den Plattformen, auf denen du dir Teil 2 anschauen kannst und in diesem Sinne sage ich, bleibe doch noch mal ganz kurz hier in diesem Video, denn wir schnuppern jetzt schon mal in die Erweiterung. Hallo lieber Steinbock und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Jahreslegung 2024, in der wir jetzt in die einzelnen Monate schauen. Und wir starten mit den Karten. Als erstes möchte ich dir zwölf ähm, Karten ziehen mit den Moonology-Karten. Das bedeutet, wir gehen einmal in jeden Monat rein mit einer Karte. Das heißt, wir können schon mal so ein bisschen schauen, was Thematiken sein werden. Dann gehe ich zusätzlich rein mit den Karten vom Kyle Gray. Ziehe ebenfalls nochmal zwölf Karten. Die Tiefe-Deutung der Karten, äh, der Orakelkarten, kommt dann, wenn wir... Mit den äh, Tarotkarten reingehen, die auch schon hier parat liegen. Die Karten sind bereits vorgemischt. Ich gebe jetzt nochmal einen zusätzlichen Schaffel rein. Also Steinbock 2024. Was geht? <lacht> so. <laughs> Ergibt dich dem Göttlichen. Na, gehe ja gut los hier. Uh, bring Liebe in die Situation. Zweimal lila, zweimal sehr transformativ. Glück ist auf deiner Seite. Es wird sich nichts ergeben. Kann auch was Gutes sein. Dann haben wir die Zeit zum Heilen. Jetzt lassen uns die Karten mal ein bisschen weiter hier rüberpacken. Natürlich habe ich die Karten hier ebenfalls noch da. Moment, was haben wir denn hier? Januar, Februar, März, April, Mai und Juni. Das Ziel ist fast erreicht. Dann haben wir geben statt nehmen. Wir haben Ergebnisse sind in Reichweite. Die richtigen Antworten kommen. Hoppala. Nichts ist in Stein gemeißelt. Lass dich von Vergangenen nicht bremsen und es ist Zeit zu handeln. So, dann lass uns einmal direkt. Ich lege sie gleich schön und gerade hin. Jetzt gehen wir einmal rein in die Zusatzbotschaften mit den Kyle Gray-Karten. Die sind immer sehr spirituell. Also, wir gehen auch hier wirklich, insbesondere durch diese Karten, nochmal verstärkt auf persönliche und spirituelle Weiterentwicklung ein. Die Tarotkarten zeigen uns dann die grundsätzlichen Energien, die zur Verfügung stehen. Also, so. Wir haben im Januar Schwert des Lichts, göttlicher Schutz, durch Trenne, Schnüre, bahnbrechende Energie. Das Ganze in der Kombination mit ergib dich dem Göttlichen. Februar, Orion-Aktivierung, Supernova, Erholung, Erneuerung, wiedergeboren durch Licht, bringe Liebe in die Situation. Glück ist auf deiner Seite, haben wir in Kombination mit dem Heiligen Gral. Erinnert mich auch immer ans Ast der Schwer Kelche und hier Ast der Schwerter. Da gehen wir gleich in die Tiefe der Deutung. Innere Entdeckungsreise im März. Heiliges Finden. Du bist, was du suchst und das Glück ist auf deiner Seite. Es wird sich nichts ergeben, ist in Kombination mit Erinnerungen an Atlantis. Spirituelle Entwicklung, Fortschritt, Technologie. Na, da bin ich gespannt, was sich gleich noch zeigt. Die aktorianischen Lichtcodes helfen dir dann im Mai bei der Zeit der Heilung. Hier geht es um evolution evolutionäre Downloads, Kräfte bewusst machen und um Zukunftsdenken. Dann haben wir das Ziel ist fast erreicht in Kombination mit der Erdsternaktivierung. Hier geht es um Verankerung, um geerdetes Handeln und um Isis-Energie. Ich weiß mal nicht genau, wie man es auf Deutsch ausspricht. Ich bin äh, spricht, ich bin so gewöhnt, es auf ähm, Englisch zu machen. Isis, Isis, oder? dann gehen wir in den Juli geben statt nehmen in Kombination auch mit einem Erdzeichen was spannend ist weil wir hier schon wieder Erde haben hier haben wir Erde Erdtor Chakra Aktivierung Lernerfahrung Übertragung von Weisheit und Erdintelligenz Neumond auch immer Neuanfangsenergie. Auch da gehen wir gleich im Detail noch drauf ein. Shambhala, Initiation. Ergebnisse sind jetzt in Reichweite um und bei August. Rückzug, um aufzutanken. Dem Prozess, Vertrauen und Dharma. Dann kommen hier die richtigen Antworten im September zusammen mit heiliger innerer Raum, Sakralchakra, Zärtlichkeit, Sinnlichkeit. Oh, uh, das wird spannend. Nichts ist in Stein gemeißelt in kombination mit sirius sternensegnung ja weiter so zeige dich durchsetzungskraft november lass dich, von, äh, lass dich nicht von vergangenen bremsen da haben wir die lemurischen saatcodes empfindsamkeit annehmen einzigartigkeit und vollanmut leben und dann haben wir hier noch die hallen von amenti initiation enthüllte geheimnisse entdeckte schätze initiationen zeit zu handeln so, die Karten packen wir hier einmal ran. Die Karte packe ich einmal hier noch mit nach oben. gilt nicht fürs erste Halbjahr, falls du dich dran erinnerst. Das ist noch eine Zusatzenergie, die für dich rauskam. Oh, und die Liebenden fällt auch gerade raus. Liebenden äh, Entscheidungen aus Liebe treffen. Wozu sagst du aus vollem Herzen ja? Zu welchen Beziehungen sagst du aus vollem Herzen? Musik